Hallo und herzlich willkommen zurück bei Max E. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr zuschaut und noch nicht abonniert habt, würde ich euch bitten, ein Abo dazulassen. Das hilft mir, den Kanal zu entwickeln. Heute geht es um das Thema Elektromobilität im Allgemeinen. Und zwar, was brauche ich, um ein Elektroauto zu fahren? Wo kann ich laden? Was lädt man überhaupt? Was gibt es für verschiedene Arten zu laden? Und ist das überhaupt praktikabel? Kann jeder ein Elektroauto fahren? All das beantworte ich dir in diesem Video, also bleib dran. Die wohl einfachste Variante, wie du dein Auto laden kannst, ist natürlich an der heimischen Wallbox. Das kann nicht jeder, aber die, die Möglichkeit haben, können damit auch das öffentliche Netz entlasten und es ist einfach unglaublich komfortabel. Und die wohl einfachste Möglichkeit, wie du laden kannst, ist mit dem Ladeziegel. Mit dem kannst du einfach an der heimischen Steckdose oder vielleicht bei deinen Eltern, Großeltern, Verwandten, Freunden, wann immer es notwendig ist, auch dort laden. Viele nutzen das tatsächlich auch als primäre Ladelösung zu Hause. Ich habe den noch nie benutzt, ich habe ihn noch nicht mal ausgepackt und das machen wir jetzt mal eben zusammen. Und weil wir gerade dabei sind, diese wunderschönen Teppichmatten und weiteres Tesla-Zubehör gibt es natürlich bei Shop for Tesla. Falls ihr meinen Kanal unterstützen wollt, den Gutscheincode MAXE5 gibt euch 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Viel Spaß beim Shoppen. So. Dann machen wir den jetzt mal auf. Und wie sieht so ein Ladeziegel aus? Ihr seht, noch nichts drin. Sieht aus wie eine kleine Mini-Wallbox. Da ist einfach die Technik drin. Ihr habt ein entsprechendes... So, komm raus hier. Ihr habt ein entsprechendes Kabel fürs Auto. Jetzt nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Und natürlich, was hier dran ist, der Adapter. So, ich probiere das mal rauszumachen hier. So, komm raus. Gleich haben wir es. Und natürlich der entsprechende Adapter für den Schokostecker. Es gibt auch noch einen Adapter für die blaue Campingsteckdose. Dann könnt ihr auch am Campingplatz laden, falls das für euch von größerer Relevanz ist. Kann man das durchaus empfehlen. Und dann kann man dort auch sehr lange mit 16 Ampere laden. Einphasig bis zu 3,7 kW sind das, glaube ich. Wenn ihr nur das an der Steckdose benutzt, empfehle ich euch auf 10 Ampere zu drosseln. Sprich 2,4 kW. Weil die Dauerlast eigentlich von jeder Schoko-Steckdose gehalten werden kann. Und dann lädt das Auto, ich glaube, ich habe mal gelesen, über 800 Kilometer. Aber schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr dort andere Erfahrungswerte habt. So sieht mein Ladeequipment aus. Ich habe das meistens drin, weil ich nicht ganz so viel öffentlich lade. Es kommt manchmal vor. Dann muss ich halt hier diese extra Klappe aufmachen. Aber ansonsten ist es hier ziemlich gut verstaut. So, das rauf, das rauf. Dann habe ich noch den gesamten Unterboden. Okay, da ist noch eine Umzugsdecke drin. Und habe eigentlich immer alles... Freie Hände am Auto, stört mich nicht, habe nicht kein geringeres Ladevolumen, der komplette Frunk ist frei, so mag ich das. Was in jedem Elektroauto dabei sein muss, ist auf jeden Fall eure Ladekarte. Ich habe eine ADAC-Kombikarte, weil die relativ günstig war und die Karte war auch das erste, was ich mir besorgt habe, nachdem ich mein Auto bestellt habe, weil beim ADAC kostet die keine Einrichtungsgebühr, sondern ihr könnt die einfach dort ordern. Ihr bekommt die dann mit einem Tarif, der ist jetzt okay, der war wirklich wesentlich attraktiver gewesen. Und ihr könnt aber aus beliebigen Sachen wählen können. Es gibt auch Anbieter, oder bei den meisten geht es ohnehin, auch bei einem Mobility Plus, dass ihr einfach nur die App benutzt. Ist mir aber eigentlich ein bisschen zu umständlich. Und wie das mit einer Ladekarte funktioniert, das zeige ich euch jetzt hier. Wenn wir heutzutage noch sagt, ein Auto laden ist kompliziert und es gibt keine Lademöglichkeit, der hat einfach nicht verstanden, wie es funktioniert. Also total einfach, ich bin jetzt hier an einer Tankstelle, Total Energy, und alles, was man macht, ist hier hinten einmal aufmachen. Dann geht man hier an die Ladesäule, nimmt sein Dingsy, Bumsy hier, auch wenn die hier sehr schwer sind. Ja. Ah, Moment. So, ist wirklich sehr, sehr schwer. So, dann steckt man den ran, haben wir gemacht. Connect, okay. Start, okay. Software ist verbesserungswürdig. Okay, also erst Start drücken, dann, nee, ich habe erst den Stecker reingesteckt, dann Start gedrückt und dann die Karte vorgehalten. Prepare for charging, setting up the car. Macht euch am Anfang nicht so viele Gedanken darüber, ob ihr jetzt vorkonditionieren müsst oder sowas. In der Regel machen das die Autos alleine. Bei Tesla ist es ohnehin so, dass es im Supercharger-Netzwerk extrem einfach ist, weil ihr das nur ansteckt. Das ist auch ein Grund, warum ich mich für Tesla entschieden habe, nämlich das Supercharger-Netzwerk. Nichts ist so einfach
oder nichts macht Elektromobilität so einfach. So, wir sehen jetzt, ich habe 58% im Akku. Ich brauche jetzt eigentlich nicht wirklich was. Wir laden mit 37 kW, weil ich habe natürlich nicht vorkonditioniert. Ansonsten wäre es noch einen Tick schneller. Brauchen wir jetzt aber eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, solche Ladesäulen, wie wir sie jetzt hier haben, gibt es quasi überall. Ich habe jetzt hier in meiner Gegend, ist es quasi die nächste Tankstelle mit Ladesäule, die ist 1,5 Kilometer entfernt und davor etwa 1,5 Kilometer, vielleicht sind es auch 2. Ich glaube, so viel ist es gar nicht. Jedenfalls sind die meisten Tankstellen dabei, einfache Ladesäulen aufzubauen. Das sind jetzt hier 175 kW Charger. Das Model Y macht, glaube ich, 250 kW. Zumindest das Long Range, das Standard Range macht 170 kW. Das ist alles total unkompliziert. Ja? Also ob jetzt 170, 200, 250 kW, das sind Peak-Werte, das ist alles nicht so entscheidend. Für mich ist einfach immer wichtig, dass ich nicht drüber nachdenken muss. Ja? Ich habe jetzt auch nicht drüber nachgedacht, also jetzt schon, weil ich für euch das Video mache, aber ich denke jetzt nicht großartig drüber nach, wo kann ich jetzt laden und wie so eine Reisekonfiguration aussieht. Das zeige ich euch jetzt mal. Was weiß ich, wo wir jetzt hinfahren könnten. Lass uns mal nach Hamburg fahren, so ganz spontan, habe ich auch schon gemacht. Ich habe ja ein paar Roadtrip-Videos, da könnt ihr euch gerne alles angucken, die Details, die Routen. Jedenfalls will ich damit sagen, ich denke nicht darüber nach, wie ich jetzt wo laden muss, damit ich irgendein Ziel erreiche. Und wenn wir jetzt von hier aus nach Hamburg fahren wollten, würde ich einfach nur sagen, navigiere mich nach Hamburg. So, und dann macht er das einfach, Hamburg, wo auch immer. Miniatur Wunderland war auch schön, aber ist egal, wir nehmen jetzt einfach bloß Hamburg. Drücken wir da rauf, so, und jetzt dann sagt er uns... auf die Auffahrt A114 fahren. Genau, dann sagt er uns genau, okay, wir können hier, das müsste so Herzsprung heißt das, glaube ich. So, kann man auch raufdrücken. Herzsprung, ja, sehr gut. Da gibt es 13 freie Plätze und 18 Lader insgesamt. Ich weiß, da gibt es auch noch Ionity und Allego und Shell Recharge gibt es dort auch. Ist in einem der Videos drin, wo wir aus Dänemark zurückkommen. Da habe ich da mal geladen. Jedenfalls super unkompliziert und wie gesagt, ich habe jetzt nichts geplant. Ja? Oder wir könnten auch irgendwo anders hinfahren. Ja? Zum Beispiel navigiere mich nach Lissabon. So, Lissabon, raufdrücken, los geht's, nicht drüber nachdenken. So, und dann sagt er, wo wir überall laden sollen. So, jedenfalls auch losfahren und dann einfach da laden, wo er sagt. Ihr könnt auch ein bisschen flexibler damit sein. Ich habe auch schon den einen oder anderen Lader übersprungen. Und das ist alles nicht kritisch. Also macht euch da keine Gedanken. Aus meiner Sicht sind die Hypercharger, also die sehr schnellen Lader, auch nicht jetzt das, was ich jeden Tag mache, außer man ist viel auf der Langstrecke unterwegs, da wird man natürlich hauptsächlich die Hypercharger nutzen, denn je schneller man den Akku lädt, umso mehr stresst es den Akku. Klar, ist bei uns auch so, je schneller wir arbeiten müssen, umso mehr sind wir gestresst. Bedeutet also, dass es verschiedene Ladegeschwindigkeiten gibt und je nachdem, wie man halt lädt, sollte man halt priorisieren, dass man so für den Alltag entsprechend die Ladesäulen findet, die nicht so schnell laden. Also wie die heimische Wallbox, das ist total entspannt, aber die Option hat nicht jeder. Und die Option, die die meisten allerdings haben, ist, sie gehen einkaufen. So, beim Einkaufen habe ich zwei Optionen, das zeige ich euch jetzt gleich. Wir fahren gerade zu einem Lidl, den ich kenne, direkt hier. Da gibt es auch noch viele andere Beispiele. Bei Lidl kann man sehr, sehr günstig laden. Und zwar kann man dort AC laden für 29 Cent und das, also die Kilowattstunde, und das ist deutlich günstiger als viele Haushaltsstrom zu Hause, als viele den Strom zu Hause haben. Das ist bei mir genauso. Ich zahle jetzt zu Hause aktuell 37 Cent, von daher versuche ich das auch so zu optimieren, dass ich den PV-Strom nehme. Das geht aber nicht immer und im Winter geht es schon mal gar nicht. Das ist sehr selten. Jetzt haben wir Anfang März, da geht es langsam wieder. Aber das ist noch nicht das Gleiche wie nachher im April, Mai, Juni und so weiter. Bedeutet, wenn man jetzt wenn man jetzt beim Einkaufen laden will, hat man zwei Optionen. Das eine ist, man geht ganz normal einkaufen, halbe, dreiviertel Stunde und dann hat man dort die Möglichkeit mit 50 oder 100 kW zu laden. Und das ist natürlich wiederum Schnelllad, obwohl 50 kW auch dem Akku jetzt nicht
viel abverlangt. Ja, also 250 kW ist bei dem Model Y hier die Spitze und da müssen die Zellen auch richtig vortemperiert sein. Beim Einkaufen hat man es nicht so und ein 50 kW Charger ist dann halt total entspannt. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, 11 kW zu chargen bei Lidl und das ist auch der günstige Tarif. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, entweder ihr habt einen Supermarkt oder einen Discounter um die Ecke, wo ihr laden könnt, oder es ist quasi gleich um die Ecke von der Arbeit, dann kann man sich daran stellen und damit ihr die erhöhten und damit ihr vermeidet, Gebühren zu zahlen, wenn das Auto voll ist, so mache ich das immer. Das heißt, ich weiß. Und was dabei ganz wichtig zu beachten ist, wenn ihr dann arbeiten seid oder sowas und lange weg seid, das gilt übrigens für jeden öffentlichen Charger, das mache ich dann auch immer so, ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Ladegeschwindigkeit so einstellt, dass das Auto nicht zu früh fertig wird. Weil, wenn der Akku dann zu früh voll ist, dann bekommt ihr quasi so eine Strafgebühr und müsst dann dafür zahlen, dass ihr den Lader blockiert. Und der einfache Trick ist dabei, die Ladegeschwindigkeit zu reduzieren. Ich zeige euch das gleich mal, wie es hier im Tesla funktioniert. Und damit könnt ihr das quasi genau so einstellen, dass das Auto dann fertig ist, wenn ihr es dann auch braucht. So, wir sind jetzt hier bei Lidl. Also klassisch beim Einkaufen. Ah, wollen das sehen? Ich hoffe. Lidl, Hammer. Geht natürlich auch bei anderen Discountern. Dazu hat Tarek von Elektrobuyers mal ein ganz gutes Video gemacht, ist auch ein paar Sachen abgefahren. Jedenfalls, hier bei Lidl habt ihr zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass ihr ganz klassisch, so wie ich es euch gerade auch gezeigt habe, über die Ladekarte ladet. Dafür braucht ihr dann nachher dieses Pad hier. Das hat ja gerade schon mal angesprochen, dass wenn ihr 50 kW ladet, dass das ein bisschen entspannter für den Akku ist, wenn ihr jetzt eine Stunde einkaufen geht oder eine Dreiviertelstunde. Also eine Stunde, das rechnet sich gerade ein bisschen leichter. So, also wenn ihr eine Stunde einkaufen geht, hier steckt das Auto hier draußen an, ladet eine Stunde, dann könnt ihr halt bis zu 50 Kilowattstunden laden und das Akku vom Model Y hat 79 Kilowattstunden netto, glaube ich. Ich glaube, ein 82 Kilowattstunden Akku ist drin, 79 Kilowattstunden kann man laden, sprich, ihr könnt quasi von 20% auf 90% oder sowas in der Zeit laden. Das heißt, wenn ihr einmal pro Woche hier ranfahrt, dann ist die Kiste eigentlich voll. Und was bei Lidl halt wichtig ist, ist, dass ihr mit der Lidl Plus App laden müsst, weil dann ladet ihr günstiger. Wir haben jetzt hier, das zeige ich euch jetzt mal noch, ihr habt jetzt hier den Typ 2 Stecker, mit dem könnt ihr nicht 50 kW laden, sondern 11 kW. Und da kann man zum Beispiel sehr gut, so, mit dem Typ 2 Kabel, also 11 kW, kann man super tagsüber laden. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist anstecken. So, er sagt schon mal, er ist ladebereit. Und bei Lidl ist es dann wie gesagt so, wenn ihr mit für 29 Cent laden wollt, dann braucht ihr die Lidl-App. So, die habe ich natürlich schon drauf und eingerichtet. Das schauen wir uns gleich mal an. So, dafür starten wir einfach die Lidl-App, beziehungsweise die Lidl-Plus-App. Und, okay, wir akzeptieren das nochmal schnell. Und dann gibt es, dann gibt es hier unten ein Menü. Mit dem könnt ihr dann auf E-Mobilität gehen und dann zeigt er uns auch, aha, ja, das ist die Ladesäule, wo wir hier gerade stehen. Und wir möchten hier gern mit dem Typ 2 laden. Zack, dann gehen wir auf Typ 2. Jetzt kostenpflichtig laden für 29 Cent, ihr habt es gesehen. Und damit ist die ganze Zauberer auch schon vorbei und jetzt lädt er das, schauen wir mal hier. Und er lädt. Also, Laden ist echt kein Hexenwerk. Hier passiert es halt mit der App. Ihr müsst euch bei Lidl vorher einmal so ein Konto einrichten, wo man halt hinterlegt, wie man abgerechnet haben möchte. Lohnt sich dann, wenn man häufiger hier lädt. Wenn man nur aus Versehen mal bei einem Lidl vorbeikommt und dann dort laden möchte, dann wahrscheinlich dann die eigene Ladekarte, die man ja, wie ich euch gesagt, immer dabei haben sollte. So, jetzt zeige ich euch nochmal, was ihr machen könnt, damit ihr dann nicht zu schnell ladet. Dafür gehen wir dann in das Lademenü, das haben wir hier und wie kann man hier im Tesla kann man sehen, dass hier 16 Ampere steht. 16 Ampere ist halt der normale Haushaltsstrom und in der App tatsächlich geht das, ah hier,
Hier oben kann man es halt auch sehen, 1 Stunde 15 bis zur Ladegrenze. Das heißt, wenn ich jetzt die Amperezahlen reduziere, meinetwegen, wir gehen auf 7 Ampere, weil wir wollen jetzt ganz lange noch hier bleiben und wir wollen keine Blockiergebühr haben, dann haben wir jetzt die Zeit auf 3 Stunden erhöht, indem man nämlich den Strom angepasst hat. Ne? Wenn man weniger Strom hat, bei gleicher Spannung kommt weniger Leistung bei raus. Und das bedeutet halt einfach länger laden. Und das heißt, wir können hier länger stehen und das funktioniert an öffentlichen Ladesäulen super. Also passt drauf auf an öffentliche Ladesäulen, dass ihr nicht zu schnell voll seid. Wenn ihr noch Verbrenner fahrt, dann seht ihr wahrscheinlich nicht die ganzen Ladesäulen überall, die es gibt, weil das quasi so ein psychischer Trick ist. Wenn man gerade selbst ein Kind bekommt, sieht man überall Kinderwagen. Wenn man sich mit Elektromobilität beschäftigt, sieht man überall Elektroautos. Und wenn einem, was auch immer euch wichtig ist, das ist das, ich habe jetzt vergessen, retikulares Aktivierungssystem heißt das, glaube ich. Und je nachdem, was euch gerade im Kopf rumgeht, das werdet ihr sehen. Und wie gesagt, ich habe euch heute ein paar Optionen gezeigt, wo es überall Ladesäulen gibt. Also macht euch nicht so einen Stress ums Laden, das ist quasi überall verfügbar. Und ja, es gibt auch durchaus mal den Punkt, ich habe das irgendwo in Frankreich habe ich das mal gehabt, wo ich 3 Minuten auf eine Ladesäule warten musste, weil dort wahrscheinlich Hauptreiseverkehr war und das Netz dort nicht ganz so ausgebaut war. Und das war das Einzige. Das einzige Mal, wo ich wirklich an einem Charger warten musste. Ansonsten bin ich durch ganz Europa, Deutschland gefahren und hatte nie den Punkt, dass ich mal warten musste. Ein wichtiger Punkt bei der Ladekarte, den hatte ich noch vergessen, deswegen hier nochmal nachgereicht, ist, dass die Karten wirklich überall funktionieren. Das heißt, das ist überhaupt nicht herstellergebunden oder anbietergebunden, sondern ihr könnt diese Ladekarten quasi fast überall benutzen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eins getroffen habe. Zumindest hat die Mobility Plus Karte unter anderem auch in einer Pariser Tiefgarage entsprechend den Charger freigeschalten. Also ja, macht euch dann da keine Gedanken. Eine so eine Karte im Auto. Ich habe auch noch die Mobility Plus App, damit ich mal nachschauen kann, falls ich wirklich mal einen Charger irgendwo suche. Und wenn man zum Beispiel in die Innenstadt fährt, also jetzt, weiß ich nicht, ihr fahrt nach Kopenhagen oder nach Wien und wollt dann irgendwo parken und wollt dann tagsüber laden an so einer öffentlichen Ladesäule, dann würde ich schon mal vorab schauen oder ihr seid dann im Urlaubsort und wollt jetzt gucken, okay, wo kann ich das Auto jetzt laden, wenn es nicht direkt am Hotel oder sowas ginge. Dafür sind diese Apps wirklich super gut und da könnt ihr auch verschiedene benutzen. Also ich benutze die Mobility Plus oder auch die Ever App. Ich verlinke euch die mal hier unten im Video. Da gibt es verschiedene Tarife und Pakete, also dass ihr mit einer Grundgebühr einen geringeren Ladepreis habt. Und das gilt dann auch für die Hypercharger. Bei Ionity gibt es irgendwie so ein Angebot, ich weiß nicht genau wie viel es sind, 18 Euro oder sowas, mit dem ihr dann für 35 Cent die Kilowattstunde, wenn ich mich irre, schreibt es bitte in die Kommentare und korrigiert das nochmal, ich habe es jetzt nur aus dem Kopf. Und jedenfalls müsst ihr dann halt raussuchen, was für euch da das Beste ist. Ich habe nur eine Ladekarte fürs Ad-Hoc-Laden, die kostet mich monatlich gar nichts. Wenn ich sie nicht brauche, brauche ich sie nicht. Aber wenn ich sie brauche, habe ich sie immer dabei, liegt immer im Auto. Und falls man spontan mal irgendwo laden möchte, dann kann man sie einfach benutzen. Also macht euch nicht verrückt. Es ist ein Auto, ihr könnt es benutzen, ihr könnt es fast überall laden. Ihr könnt es eurem Lebensrhythmus anpassen. Ihr müsst natürlich schauen, dass ihr euren Alltag dann anders denkt und man halt nicht mehr von 100% runterfährt auf 10 und dann voll lädt, sondern man nutzt halt Gelegenheiten und das ist alles nicht so wahnsinnig wild. Kostentechnisch ist das ein bisschen unterm Verbrenner. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man lädt, was man, also bei welchem Charger man ist, ob man jetzt auf einer Reise ist oder ob man jetzt so wie hier günstig bei Lidl laden kann. Hier ist es natürlich super günstig, ob man eine PV-Anlage hat, das ist super individuell, auch wie viel oder wie schnell man fährt. Und von daher macht einfach eure eigene Recherche, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Ihr könnt auch Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie und ich versuche auch immer weiter euch Inputs zu geben. Von daher abonniert gerne den Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss.